Guten Tag, der Herr. Boxer. Grr, grr, grr. Ups. Ohren, snüggere. Grr, grr. Grr, grr, grr. Ohren, lecker. Micke mag Ohren. Oder Mike mag Ohren. Heißt der Mike? Ich Ohren essen. Was heißt denn Prozentsatz? Ich Ohren essen. Moment, warte. Na, darf nicht so schnell wegklicken. Ich nix leiden, Robin Givens. Ich mag so gerne Vanilleeis. Mike zerquetschen. Bitte was? Stellt sich mir natürlich die Frage. Ich will ihn jetzt nicht umbringen, aber können wir den bekämpfen? Okay. Danke, dass du mich getroffen hast, Vic. Der teilt ganz schön aus. Okay. Und ich treffe wie immer... Ach, das ist echt großartig. Ich warte einfach mal, wie sich der Kampf entwickelt. Okay. Bitte was? Du hast kritisch verfehlt. Du hast kritisch verfehlt und steckst 3 Trefferpunkte umgehauen und hast dich selbst verletzt. Naja, so der Satzbau war jetzt etwas merkwürdig. Aber ich verstehe schon, wo das Problem liegt. Boah, der teilt aus. Also, vergleichsweise. Was ist denn los? Der Weg trifft nicht. Boah, ich bin echt so schlecht im Kampf. Das ist schon peinlich. Also, das ist mir bewusst, Leute, dass ich schlecht bin. Besonders im Kampf. Boah, jetzt trifft den doch. Das ist doch nicht dein Ernst. Der heißt Beißer. Toller Name. Und ich treffe nicht. Und ich treffe nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das sinnvoll ist, den überhaupt zu erledigen. Ich meine, wir haben ja angefangen mit dem Kampf. Und ich treffe hier einfach nicht. Okay, 6 Trefferpunkte. Oh. Am Kopf. Na, Mann. Oh, sehr schön. So, Kopf. Beißer wurde getroffen. Beißer wurde kritisch am Kopf getroffen, ohne Schaden. Eine schwere Wunde wird... Ohne Schaden ist natürlich nicht so gut. Also, so langsam kann der auch mal sterben. Boah, das ist... Ich teile echt so gut wie nicht aus und bin... Lebe ich noch? Jawohl. Das ist schon echt bitter. Wir hören uns mal kurz. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Spritzen parat. Stimpaks. Na, großartig. Ja. Ja. Okay. Ansonsten müsste ich wirklich mal offscreen leveln. Also wahrscheinlich offscreen. Denn im Let's Play dann noch hochzuleveln, das... Will ich dann doch niemanden antun. Boah, wie wir ein... Wir sind zu dritt und ich krieg es nicht hin, einen einzigen Typen zu erledigen. Das gibt es doch nicht. Also klar, ich habe ja noch einen Haufen... Punkte hier zum Verteilen. Also hier. Das Problem ist, ich will die jetzt nicht auf unbewaffnet bringen, denn...
Früher oder später will ich eben die Fähigkeiten bei den Energiewaffen und bei den großen Waffen noch aufwerten. Ach man, das ist doch alles blöd. Aber hey, wir haben die neuen Boxhandschuhe übrigens, mit denen wir auch im Ring antreten können, wenn wir das denn wollen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich es mit den Boxhandschuhen überhaupt schaffe. Ich meine, naja, ich bin hier nicht gerade der beste Kämpfer, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist echt so bitter. Speichern hier nochmal. Okay. Unser Manager hier. Kollege. Okay. Ich bin ja mal gespannt. So, Runde 1. Ist das schon der finale Kampf? Meine Damen und Herren. Liebe junge Mädchen. Der Kampf des heutigen Abends wird gesponsert von das Catspaw. Wow. Wenn da dieses Bedürfnis ist, das unbedingt befriedigt werden muss, dann auf zum Catspaw. Großartig. Der Herausforderer in dieser Ecke wiegt 176 Pfund, frisch aus dem Ödland und neu in New Reno Jammy. Großartiger Name, wie immer. Okay, mit einem Gewicht von 189 Pfund. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Even Holyfield. Also ohne weitere Umschweife. Let's get ready to rumble. Yay. Okay. Oh Gott, ich werde so sterben. Okay. Ja. Komm ran, Kollege. Natürlich. Mann, oh Gott, ey, das ist echt so bitter, wie wir nicht treffen. Okay. Ich glaube, ich habe gerade selber Schaden bekommen, weil ich ihm ins Gesicht gehauen habe. Das ist echt so großartig. Ja. Das ging schnell. Ich bin noch nicht K.O. Okay. Das war etwas verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Moment, wir laden noch einmal. Ich bin noch nicht K.O. gegangen. Also, ich war schlecht wie immer, aber naja. Ja. Dann sehen wir uns den Spaß hier nochmal an. Ja, gut. Ist natürlich schön, dass ich mir gefühlt die Hand gebrochen habe, nachdem ich ihm ins Gesicht gehauen habe. Das sagt einiges aus. Naja. Okay. Ich versuche mein Glück noch einmal und wenn das eben nicht klappt, dann wird das nichts. Even Holyfield. Naja. Runde 1. Also ohne weitere Umschweife legen wir los. Ja, let's get ready to rumble. Ich warte. Okay. Machen wir mal hier. Und zwar. Ja, trifft einfach nicht. Und der haut mich jetzt erstmal kaputt. Schön. Yay. Ohne Schaden wurde er getroffen. Er wurde wieder ohne Schaden getroffen. Und er hat mich niedergehauen.
Also, es ist schon bitter. Unterleib. Ja. Okay. Ich gehe gleich in die Ecke und weine. Das tut schon so weh, sich das anzusehen gerade, Leute. Und ich weiß, Fallout-Enthusiasten, die liegen gleich heulend in der Ecke. Ich schlage zu wie ein Schmetterling, du wie meine Großmutter. Da hat er wahrscheinlich nicht mal Unrecht. Das gibt es doch nicht, ich habe denen nicht mal Schaden gemacht. Boah, wie schlecht bin ich denn? Oh Mann, ey, triff doch einfach mal. Es tut so weh, sich das anzusehen. Töte ihn. Ja, ja. Und wenn ich ihn treffe, dann mache ich meistens kaum Schaden. Ich meine, ich lebe immer noch, aber gleich nicht mehr. Ah. Ja, gleich hat er mich. Kopf. Oh. Ich lebe noch, aber ich habe natürlich keine Items mehr und habe ins Inventar geguckt, was mir wieder Aktionspunkte abzieht. Und das war's mit mir. Das, boah, das tut echt weh. Naja, ich bin tot. Du, mich auch. Spiel an. Wir brauchen immer noch Geld. Wow, das hat echt weh getan, sich diesen Kampf anzusehen. Meine Güte. Achso, hat er übrigens Geld? Der kleine Typ hier. Tauschen. Dann eben nicht. Na schön. Wir können ja mal in den Erotikladen gucken. Ach, der war hier unten. Aus Gründen. Vielleicht haben die ja Geld. Zum Eintauschen. Ja, 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 ja. So, Kollegen. Yay, der kann tauschen. Barge. Natürlich nicht. Wäre auch zu viel verlangt. Wieso soll ich mich denn einwachsen lassen? Ich finde das so verstörend. Schon letztes Mal. Und die fühlen sich irgendwie belästigt von mir. Glaube ich. Ja, ja, eine Darstellerin. Warum ich mich nicht mit einem Bleistiftspitz amüsiere, ist natürlich auch schön. Okay, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stressig mein Leben ist. Ja, ja. Schon herrlich. Ah, komm. Wo kriege ich denn jetzt Geld her? Also, alleine zum Eintauschen. Ich will nur Geld. Ich will nur Gegenstände gegen Bares eintauschen. Nicht mehr, nicht weniger. Hallo? Hm. Nö, Hauptsache der Jet. Jet war doch wirklich Methamphetamin, oder? Oder zumindest Amphetamin, glaube ich. Ich glaube, das war so. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Okay. Wir müssen doch irgendwo Geld eintauschen können. Aber wo? Mhm. Barkeeper. Der wird auch nicht so viel Bares dabei haben. Würde mich zumindest wundern. Oder gar keins. Ich meine, wir haben 300, fast 400. Also 1000
Wenn wir Sachen verkaufen, dann kriegen wir genug Geld zusammen, aber wir müssen jemanden finden, der uns Bares eintauscht. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt laufen wir hier schon wieder stundenlang umher. Wer sind diese Leute? Ja, keine Ahnung. Sag du es mir. Ja. Achso. Okay, der sagt nichts. Kann ich hier mal vorbei, bitte? Boah, jetzt versperrt er mir den Weg. Herrlich. Das hätten sie zumindest ausbessern können. Das war in Fallout 1 schon total schlimm, dass die Begleiter immer im Weg gestanden sind. Also, so ein paar Kleinigkeiten wurden dann eben immer noch nicht ausgebessert. Hätte man dann ruhig mal machen können, aber naja. Ja, ich habe Leute gefunden. Okay, da will ich tauschen. Okay, der wird gleich etwas aggressiver. Kann ich denn jetzt Geld ein... Also, Gegenstände eintauschen gegen Geld? Da muss ich doch jemanden finden. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich jetzt noch an 1000 Deckel komme. Außer wenn wir in irgendeinen Nachbarort laufen würden. Ach man, ey. Hier können wir auch mal reingucken. Oh, die Herren, die sehen auch nicht mehr so gut aus. Ich gebe denen lieber nichts. Weil das auch schon ziemliche Drogenjunkies sind. Leider. Tut mir natürlich leid für die, aber... Hey. Schlimme Welt. So, unser Kollege hier. Ja, der will auch nichts handeln. Natürlich nicht. Raus. Ich glaube, die haben alle nicht so viel Bares dabei. Nee. Oh Mann, ich muss doch irgendwo Bares herkriegen. Ohne in den nächsten Ort zu reisen. Das könnte nämlich wieder dauern. Ach man, ey. Aber den Wagen, den hätte ich schon wieder gerne zurück. Verständlicherweise. Wir gucken mal in dieses Etablissement. Ach man, ey, komm hier. Wo sind die Damen? Hier. Naja, die Glücksmarie. Ich glaube nicht, dass sie noch Jungfrau ist. Wenn ihr versteht. Ne? Wegen Marie. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Die braucht Hilfe. Ich brauche auch Hilfe. Ich brauche Geld. Ach man, wisst ihr was? Wir gucken jetzt einfach in den nächsten Ort. Ich hoffe, der Wagen bleibt erstmal, wo er ist. Ach man, ey, gucken wir eben nach Broken Hills. Wobei ich wahrscheinlich auf dem Weg dorthin wieder attackiert werde. Was mich nicht wundern würde. Ja, also wir müssen dann später nochmal zurück zu Norino. Broken Hills. Hier waren wir noch nicht. Broken Hills ist eine Bergbausiedlung, hauptsächlich Uranerz. Kann hier ziemlich rau zugehen, passt lieber auf. Achso. Steig deine Waffe weg, solange du mir die ins Gesicht hältst, kriegst du von mir gar keine Ahnung. Ich habe doch gar keine Waffe, also nicht direkt. Ja, meine Waffe ist weg. Du siehst einen lächelnden Mann in einer schwarzen Lederrüstung. Mhm. Willkommen.
In Broken Hills. Ja. Irgendwelche Leute hier. Ein Tisch. Bevor es Tische gab, musste man seinen Kram am Boden lagern. Wow. Was für Informationen hier. Ach du Heilige. Du siehst einen kräftig gebauten Mann in schmutziger Kleidung. Ist das kein Google? Was willst du? Wer bist du? Ich heiße Brian. Ich betreibe den Generator, der die Stadt mit Strom versorgt. Ah, sehr interessant. Mit dem Job bist du wohl sehr zufrieden. Nein, eigentlich nicht. Ich sitze hier nur und achte darauf, dass keine Anzeige abweicht. Dann mache ich noch kleine Änderungen und drehe an ein paar Schaltern. Das ist eigentlich alles. Das könnte jeder machen. Ah ja, jeder? Ich glaube, ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar, was ist das alles hier? Das hier ist der Stromgenerator für ganz Broken Hills. Mein Job besteht im Grunde darin, den Generator am Laufen zu halten. Also hauptsächlich in Erwartung, er funktioniert aber sehr gut. Was man, muss man sagen, wird von Uranblöcken angetrieben. Entschuldigt, falls ich mich manchmal verlese. Liegt auch etwas an der Typografie hier. Uranblöcke? Tja, mit der Uranmine vor Ort und weil Atomkraft doch die Energiequelle der Zukunft ist, gehen wir halt mit der Zeit. Wir sind zwar nur eine kleine Stadt, aber wir denken fortschrittlich. Wobei natürlich Atomkraft auch nicht optimal ist, muss man sagen. Natürlich nicht. Da wäre natürlich sauberer Strom aus erneuerbaren Energien besser. Oder eher anzupeilen. Schon mal was von einem Geek gehört? Geek? Noch nie gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sonst jemand weiß, was das ist. Klingt wie ein Tier oder etwas mit scharfen Klauen. Nein, eigentlich nicht. Ich habe noch ein paar Fragen. Und tschüss. Achso, kann der handeln? Entschuldigung. Ja. Wow. Hat hier irgendjemand mal Geld? Oh, der hat Geld. Na Gott sei Dank. Ja. Oh, 200. Das sind die normalen Boxhandschuhe. Die können wir eigentlich loswerden. Ach, Moment. Nee, das sind die... Das hier sind die normalen. Oh. Die sind einiges wert. Nicht schlecht. Okay. Na. 90. 85. Ah, Moment. So. Das können wir doch mal machen. Okay, dann hätten wir immerhin 454 Münzen. Oder Deckel. Vielen Dank. Das kann ja noch dauern, bis wir unser angepeiltes Ziel innen haben. Der sagt immer noch nichts. Okay, dann eben nicht. General Store. Guten Tag, die Dame. Hallo, ich heiße Liz. Was willst du? Ich möchte etwas kaufen. Was hat die Dame denn so? Jawohl, Geld. Sehr schön. Okay. Gucken wir mal. Oh. Gar nicht so billig. Und Wasserflaschen. Die alle eine 13 haben, was ja eigentlich zu Vault 13 gehört. Wow. Die verkauft die Sachen aber teuer hier. So. Da wären wir immerhin schon bei 664. 34. Lesen sei gelernt. Was kannst du mir über die Stadt hier erzählen? Ist halt eine langweilige kleine Bergarbeiterstadt voll mit komischen Leuten. Wenn du eine Stadtführung willst, geh mal zu Steve.
Ganz schön biestig. Okay, tschüss. Okay. Was haben wir hier so? Nichts. Gut. Dann suchen wir mal Steve. Der sollte sich hier irgendwo rumtreiben, nehme ich mal an. Ich meine, jetzt sind wir schon mal in Broken Hills. Dann sehen wir uns einfach mal um. Auch wenn ich immer noch Geld brauche. Ach man. Wir speichern mal. Ich hoffe echt, wir kriegen das Geld zusammen. Boah, wir mussten schon so viel Geld für den Wagen ausgeben. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, also ich wollte euch jetzt nicht stören. Du siehst einen großen stämmigen Mutanten, der aussieht, als habe er eine Mission. Du solltest hier nicht rumhängen. Geh jetzt. Ich habe keine gute Erfahrung mit Mutanten. Bäh. Oh, da ist noch einer. Hallo? Kann ich dir helfen? Wir können allen helfen, die aus einem bestimmten Grund hierher kommen. Wenn wir dir nicht helfen können, musst du gehen. Also geh besser, bevor wir dir helfen. Was machen die denn hier? Ich meine, unser Großvater, der legendäre Bunkerbewohner, der hat hier ja damals ziemlich aufgeräumt und sehr viele Mutanten unter anderem getötet. Aber auch diesen Supercomputer oder was auch immer das war. Was willst du, Mensch? Oh. Wer bist du? Ich bin Markus. Half das Ganze hier aufzubauen. Jetzt bin ich der Sheriff hier. Du warst beim Aufbau der Stadt dabei? Das muss ganz schön lange her sein. Das ist eine lange Geschichte. Willst du die Kurz- oder die Vollversion? Och, ich bin nicht in Eile. Erzähl mir alles. Also gut. Nachdem der Meister und die Container zerstört worden waren, wanderte ich ein bisschen herum. Ziellos. Eines Tages greift mich so ein Idiot in einer Powerrüstung an. Oh. Wirklich? Das war Jakob von der stählernen Bruderschaft. Er hatte einen Eid geschworen, dass er jeden Mutanten umbringen würde. Wir rangelten uns eine Weile. Vielleicht ein oder zwei Tage lang. Nach einer Weile haben wir dann einfach angefangen zu lachen. Was hatte das Ganze für einen Sinn? Hm. Interessant. Also von der Brotherhood of Steel eben wurde er von einem angegriffen. Wir wurden Freunde, machten uns gemeinsam auf den Weg. Dann begannen andere uns zu folgen. Schätze, die dachten sich, wenn wir bei einem Mutanten und einem Stahlritter nicht sicher sind, wo sind wir sonst? Interessant, also der Jakob, der wollte eigentlich die ganzen Mutanten töten. Wie gesagt, unser Großvater, der legendäre Bunkerbewohner, hat ja damals den Meister, also diesen Computer, dieses Computer-Ding. Ich weiß auch nicht mal, wie man das überhaupt beschreiben soll. Also diese Entität eben zerstört, der unter anderem eben auch für diese ganzen Mutanten verantwortlich war. Und die Mutanten, die scheinen hier aber auch nicht mehr wirklich die Bösen zu sein. Ich meine, sowieso ist es immer schwierig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Man kann jetzt nicht immer direkt sagen, dass die einen eben gut sind und die anderen böse. Ich meine, jeder verfolgt ja seine eigenen Ziele in dem Sinne. Also seid ihr hier geblieben und warum? Die Uranmine. Ich wusste von den alten Landkarten, dass es da eine gab. Jetzt ist hier jeder willkommen, solange er sich anständig benimmt. Andere halten vielleicht nicht viel von uns, aber niemand ist freier als wir. So kam das. Das klingt natürlich nicht schlecht. Augenblick mal, du warst mit einem Typen von der Bruderschaft befreundet. Brotherhood. Hm. Wie? Ihr bringt also keine Menschen mehr um? Mhm. Ja, verdammt. Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ach ja, das freut mich gerade echt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja klar, du hättest ihn auch eingetaucht, wie all die... Du hättest ihn auch eingetaucht, wie all die anderen... Ja... Moment. Willst du sonst noch was? Ich will tauschen. Hast du Bargeld? Jawohl.
Gott sei Dank.